思。Jo, ho, Sims hier, Freunde. Hallihallo, hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4, wo man mir immer noch die Eisdiät empfiehlt. Also ich brauchte keine Eisdiät, ich brauchte nur irgendeine Bakterieninfektion und dann hat das alleine dafür gesorgt, dass ich nichts mehr gegessen habe. Vielen Dank nochmal. Wer auch immer, Realität, Türklinke, ach keine Ahnung, wie man sich sowas zuzieht. Ich hoffe, mein Magen wird sich irgendwann mal wieder einkriegen. Ich höre gar keine Musik aus diesem Gerät. Wir das noch mal. Jetzt höre ich Musik aus dem Gerät. Aber auch mehr oder weniger leise. Okay, es ist 22:30. Yuki hängt da noch im Schlafgewand, ja? Das geht ja mal gar nicht. Du gehst jetzt mal deine Alltagskleidung anziehen. Junge Frau. Zack. So, wie geht's dir, Yuki? Alles cool bei dir? Alles cool bei dir. Okay, arbeiten musst du nicht. Na, erst in 22 Stunden. Wir müssen noch erfolgreiche OPs durchführen, damit wir mal... Oh, dann wäre sie aber bald nicht mehr Allgemeinärztin. Das geht so... Ihre Karriereleiter geht doch schon ganz schön schnell bergauf. Oh, das sieht so schön aus mit dem Herbstmod. Das ist eine Herbstmodifikation für alle, die sich fragen. Wie wär's denn mal hier mit Gartenpflegen? Gartenpflegen und alles ernten. Findet ihr einfach, wenn ihr Sims 4 Herbstmodifikation googelt, ohne Probleme. So, wie geht es Sarah? Sarah, was machst du da? Du provozierst in Foren. Sarah ist heute der Foren-Troll. Das klingt ja gut. Bücher schreiben, 75% erledigt. Wann hast du denn ein Buch geschrieben heute? 3 Stunden bis zur Arbeit, vielleicht können wir das ja noch ein bisschen pushen. Rechnung bezahlen, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und dann kannst du nochmal schreiben... Genre, Buch, schreiben und zwar nehmen wir dann Fantasy. Rechnung bezahlen sollte ja einigermaßen schnell gehen. Guck mal, sie lockt sich da bei PayPal ein, oder? Hier sicherer Zahlungsverkehr, da Summe eingegeben. Ach, ist das gut gemacht. Nicht anschaulich, schön. So, also, ich setze mich jetzt an ein neues Buch. Wie heißt denn das, der mechanische Jahrmarkt? Nee, ich glaube nicht, wir nennen es Verfolgungsfahren. Die junge Nadja hat endlich ihren ersten Freund. Doch stets, wenn sie mit ihm mehr als nur Küsse austauschen will, fühlt sie sich beobachtet. Das ist wieder leicht autobiografisch, falls sich jemand wundert. Also, Sarahs Erlebnisse mit Jacob waren ja so ein bisschen... Ich weiß ja auch nicht. Und sie hat echt ganz schön zugelegt. Ich weiß nicht, ob wir sie wirklich zur Arbeit schicken sollen oder ob sie sich nicht freinehmen soll und vielleicht ein bisschen noch trainieren soll. Kannst doch einen Entschuldigungsbrief schreiben, oder? Was ist jetzt da? Was macht sie da? Angucken. Warum guckst du dir das an? Entschuldigung schreiben. Achso, sie kann nur für anderen Entschuldigung schreiben. Sie kann nicht selber. Aber wir haben doch bestimmt noch einen Urlaubstag. Krank melden, Urlaubstag nehmen. Macht sie neben dem Schreiben? Das ist Multitasking. Haben sie das Multitasking verbessert? So, ich brauche jetzt Urlaub. Das wird richtig gut. Es geht dann joggen und kümmere mich um mich selbst und dann feiern wir mit den Kindern ein bisschen Geburtstag und so. Kann ich mir richtig super vorstellen. Das wird ein tolles Buch. Voller erotischer, schlüpfriger Abenteuer, bei denen sich jemand beobachtet fühlt. Nicht, dass ich damit Erfahrung hätte oder sowas, aber ich muss das verarbeiten. Dinge, die ich erlebt habe, die ich dringend verarbeiten muss. Ist sonst nicht zu ertragen. Arme Sarah. Und Yuki, wie geht's da draußen voran mit dem Ernten und Gießen und Machen und Tun? Läuft bei dir. Sehr schön. Ja, diese schwarzen Pflanzen, der Back ist ja gefixt, aber man muss sie irgendwie neu pflanzen, damit das... Mir egal, sind die halt schwarz, die Pflanzen. Das stört mich nicht. Wir haben sie ja gefixt, den Back, aber was soll's. Soll uns nicht stören. Finde ich nicht so schlimm. Die sind ja zum Beispiel teilweise schwarz und teilweise nicht, also vielleicht fixt sich das von alleine auch wieder. Oh, ich finde das toll mit den Herbst-Texturen. Das sieht so viel besser aus. Guckt euch das an, das sieht voll schön aus. Es lässt hoffen für Texturen-Mods für die Sims 4.
Also ein paar Texturen in dem Spiel, gerade so von Pflanzen, würde ich doch ganz gerne noch aufmöbeln. Ach so, ja, wenn wir Yuki und Sarah ja sowieso mal ins Fitnessprogramm stecken wollen, könnten wir ausnutzen, dass wir jetzt ja hier unten den Keller haben. Da steht ja auch schon ein Fitnessgerät, aber so ganz perfekt ist das noch nicht. Moment, ich muss das mal einschalten, dieses Licht. Nein, einschalten dieses Licht. So, dann gestalten wir nämlich gerade mal kurz ein bisschen den Keller. Nicht großartig, sondern nur so. Fußboden entsprechend. Wenn man da unten Sport treiben will, sollte es schon ein warmer Fußboden sein. Ja, dann ist der ja schon ganz schön, aber der müsste wärmer sein. Der hier der gleiche und den machen wir jetzt einfach ein bisschen freundlicher. Man soll sich ja da angespornt fühlen, Sport zu treiben. Alles nicht so, dass ich denke, boah, da will ich jetzt Sport treiben. Was ich denn von einem Keller erwarten? Vielleicht schon auch Gestein? Oder vielleicht was passendes? Ja, doch. Steinbodenbelag, aber eigentlich eher weniger. Zumal wir hier nicht wirklich was passendes haben. Oder auch nur ähnliches. Nee, das ist dann so ungemütlich. Das ist schon ganz in Ordnung so. Sport, Sport, Sport. Gehört ja mit, glaube ich, hier rein, genau. Verkaufen wir das gammelige Laufband und kaufen uns gleich was, was wir uns jetzt ja auch leisten können. Was Schönes. Hier ein Laufband und passender. Naja, Muskelmaschine brauchen wir eigentlich ja nicht, ne? Ein Laufband, das ist völlig in Ordnung. Massageliege. Ja, so eine Massageliege im Keller ist eigentlich total super. Sarah kann ja Massagen geben. Dann haben wir nämlich hier unten so ein bisschen so eine Wellness-Oasenlandschaft. Dann haben wir hier schöne passende große Gemälde. Schönes großes wäre halt hier cool. Ein bisschen Atmosphäre bringt. Bonnie. Das ist auch nicht ganz das Wahre. Oh, wie cool. Oh, Legend of Zelda Style. Oh. Das? Mehr so für Kinder? Ja, das ist aber halt so ein Deko-Element mit Holz. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ging nicht, ne? Die waren verbuggt, richtig. Das war eine fehlerhaft installierte Variante. Machen wir denn da noch vielleicht auch schönere Lampen? Ups. War lustig. Hast du gesehen gerade, was da passiert ist? Das war seltsam. Doch auch schönere Lampen hier geben. Passt ja hier eher in die Kelleratmosphäre. Nicht von der Länge her. Das hier auf die gleiche Höhe bringen. Jetzt brauchen wir noch Pflanzen. Ja gut, sowas kann man natürlich auch anbringen. Die waren ganz hübsch. Finde halt, ein Keller so mit Pflanzen sollte eigentlich schon. Und hier so ein paar. Guten Keller mit Pflanzen, ne? Was überleben die da, ne? Von was leben die dort? Ich weiß nicht, dann ist das halt eine Kunstpflanze, so. Besen. Bräuchten wir da noch einen Tisch oder sowas? Das ist eigentlich ganz cool. Würde man noch so ein paar Details drauflegen, weil ich meine, ist ja doch letzten Endes hier im Keller. Da sollte man schon ein bisschen auf Details achten.
Das hier. Nee, passt alles nicht. Kisten, das sind so kleine Kisten. Das sind größere Kisten, das passt schon eher. Passt auch. Bücher eher weniger. Jo, das passt. Was man halt so im Keller stehen hat. Wir haben hier so Picknickgeschirr, ne? Aber trotzdem hier rein. Das hier passt hier wunderbar dazu. Vielleicht das hier was eher für da hinten. Dass der Thorsten so ein bisschen seine Kunst aufhebt. In anderen Varianten. Oh ja. Hier ebenfalls Kunstgemälde. Faltete Jeans. Nö, das braucht man nicht. Wie sieht das aus? Ja, sieht ein bisschen komisch aus, wenn die Treppe auch dieses Muster hat und das dann aber nicht nach oben weitergeht. Dann machen wir die halt nur mit Holz. Diese Wand hier auch. Dann sieht das ein bisschen passender aus. Sieht doch ganz süß so aus. Ein bisschen Keller mit ein bisschen Hobby. Na Mensch, das ist doch was. Tja, bei Sarah kann ich jetzt nicht sagen, wann haben wir das... Oh, okay, Bücherschreiben hat sie damit schon abgeschlossen. Ist aber auch fast fertig mit dem Buch. Die Kinder kommen aber auch bald von der Schule. Dann würde ich sagen, Thorsten, kommst du hierher? Mikesh kommt hierher. Unsere beiden total angeschäkerten Turteltäubchen. Alltagskleidung 2, wie sehen da nochmal aus? Okay, du hast immer noch deine Schwangerschaftsklamotten an. Nee, wenn jetzt für eine Party, dann sollten wir Outfits anprobieren. Und die Jungs kommen bald von der Schule. 15 Uhr, dauert nicht mehr lange. Können wir da schon ein bisschen was vorbereiten für. Kuchen backen und so können wir ja Gott sei Dank hier zu Hause alles selbst. Oh, jetzt habe ich hier Outfits anprobieren gemacht. Ich wollte Aussehen ändern. Das war meine Intervention. Dann schaffen wir es ja heute gar nicht mehr mit der Geburtstagsfeier. Naja, das machen wir dann im nächsten Part. Deine normalen Hausklamotten finde ich durchaus super. Aber die zweite Variante ist doch mehr so... Nee. Das kannst du durchaus auch tragen. Oh mein Gott, wie viel älter er aussieht, wenn du mal alterst, Thorsten. Da weiß ich genau, was dir anziehe. Richtiger Lehrerverschnitt. Oh Gott. Gibt Grenzen, ne? Das steht ihm eigentlich ganz gut. Auch. Bisschen warm, aber herbstlich halt. Das passt. Das steht ihm gut. Ich glaube, Thorsten hat auch so ein bisschen zugelegt. Kann das sein? Mikesh, das Oberteil ist zwar so ganz fesch, aber... Oh, das steht hier auch gut in schwarz. Sehr edel, sehr stylisch. Unsere Jungs sind ja gut gekleidet für eine Party. Unsere Mädels auch. Sarah muss ein bisschen abnehmen. Einfach nur, damit es auch gesund ist. Also ich meine jetzt nicht, dass sie irgendwie dick wäre. Das ist aber schon ganz schön pummelig. Doch ein bisschen gesünder. Wie sagt man, leichter Bauch ist gesund. Bauch direkt ist nicht mehr gesund. Gar kein Bauch ist auch nicht gesund. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Ja, ja, Baby oder Kind adoptieren. Wir haben das, das erledigt sich bei uns von alleine. Die Ladebildschirme sind aber teilweise schon ein bisschen länger geworden. Ich muss dazu sagen, das Spiel liegt auf einer SSD. Also das sollte nicht das Problem sein. Oh, ja, da ist jemand gerade rattig geworden. Alltagskleidung 2. Ja, das sieht doch gut aus hier. Was ist jetzt los? Umarmen. Ah, schön, dass ihr mal wieder hier seid. Ja, wir feiern heute Geburtstag. Es wird richtig klasse. Oh, und hier ist überall Dreck. Das geht ja nicht. Also, so kann man nicht Geburtstagsfeiern. Das muss ich unbedingt noch sauber machen.
Ja, wir haben wieder super teure Sachen bekommen, ja? Weintrauben im Wert von, hast du nicht gesehen? Granatapfel sind auch recht viel wert. Also so ganz so viel. Die Petersilie ist nicht so. Sachen, die wir, mit denen wir kochen können, die nicht so viel wert sind, die sollten wir einfach auch zum Kochen weglegen. Nicht der Meinung. Zumindest in der Anfangszeit. Solange wir das alles noch gebrauchen können. Auch ausnahmsweise mal die teuren Brombeeren. Das nicht, also können wir es verkaufen. Können wir auch verkaufen. Das ebenfalls. Die Möhren verkaufen. Halt, Möhren müssten wir eh noch genügend haben. Die verkaufen wir auch. Alter, wie viel Geld einfach auch mal so Brombeeren geben. Ey, das ist ja absoluter Wahnsinn. Level 6 der Charisma-Fähigkeit. Das klingt doch gut. So, unsere Jungs kommen bald von der Schule. Und Geburtstagsparty. Go, go, go. Haben wir genügend Platz hiervon? Ja, es ist eigentlich für die Gäste überall genug Platz. Hier draußen kann man ja auch abfeiern, ein bisschen grillen und so. Catering brauchen wir dann nämlich eigentlich nicht. Dann ist es ja nur noch eine Stunde, beziehungsweise für uns ist es nur noch eine Minute, bis das Ganze beginnt. Dann würde ich sagen, ihr unsere Jungs aus der Schule zurückkommen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Dabeisein. Und im nächsten Part gibt es eine große Geburtstagsfeier und ich bin sehr gespannt, wie Mio aussehen wird, wenn er ein Teenager ist und was wir mit ihm alles erleben werden. Ah, bis dahin, bye bye!